knapp 11 Punkte und 6 Rebounds hat Florian Trimmerl in dieser Saison vorzuweisen. Aber es gibt etwas, das auf keinem Statistikbogen steht. Trimmerls unbändiger Wille. Ich glaube eher, das kommt von meiner Mutter aus, weil die genauso so ambitioniert im Basketball war und um jeden Ball gekämpft hat. Und das kann ich mich gar nicht großartig erklären, warum das so ist, aber wenn einfach ein Ball ins Out rollt und ich sehe noch die Möglichkeit, den zu erwischen, dann schnappe ich mir den Ball. Aber Trimmerl besitzt nicht nur den Willen, sondern auch Talent. Sowohl Vater als auch Mutter sind in den 70ern Nationalspieler. Der Weg ist also vorgezeichnet. Im Nachwuchs spielt Trimmerl beim Verein seines Vaters, den Basketfighters in Otterkring. Da wurde ich quasi darauf hingedrillt, nur zu fighten, zu kämpfen. Hatte ich auch gute Mitspieler und einen sehr guten Coach, eben auch mein Vater und Trainer, der mich immer gefördert hat, gepusht hat. Das Kämpfen, Trimmerls Leidenschaft. Weil dieser Rebound oder dieser Einsatzkampf, wo man einen Ball gewinnt, diesen Stil, der bringt eine quasi eine Euphorie in der ganzen Mannschaft und da steckt natürlich die anderen Teamspieler an. Und dadurch, glaube ich, wirkt sich das auch auf die anderen Spieler aus. Auf dem Parkett steht er unter Strom. Aber abseits ist er ein anderer. Jemand, der den Sport als Ventil nützt. Normal, ja, kann ich mich eher als einen ruhigen Typen beschreiben, der halt sehr viel, sehr gerne liest, Musik sehr gerne hört, jetzt angefangen hat, auch Klavier zu spielen, jetzt eine Gitarre gekauft. Florian Trimmerl am Klavier oder Gitarre spielend. Angesichts dieser Bilder fast unvorstellbar. Einer, der kämpft, einer, der rackert, egal unter welchem Trainer. Die Beziehung zu Ex-Coach Darko Russo, ambivalent. Natürlich war er auch ein bisschen emotional und hat uns natürlich auch ein bisschen zusammengeschissen. Aber manche Spieler brauchen das. Ich persönlich ist mir der Coach sehr gelegen und ich habe das gebraucht, dass man mir mal einen Arschtritt gibt und sagt, okay, komm, pass auf. Auch gegen die Knights müssen die Wiener in jeder Sekunde wachsam sein. Wie auch zuletzt in Spiel 3, als nach hohem Rückstand noch ein Sieg gefeiert werden kann. Ich glaube, wir dürfen uns nicht so sehr darauf fixieren, dass wir 2-1 vorne sind und jetzt uns vielleicht auf die Lorbeeren ausruhen können und sagen, ja, wir haben jetzt eh 2 Matchspiele, die können wir eh für uns entscheiden, sondern eher, dass wir die Güssingen nicht unterschätzen dürfen. Ich behaupte, dass wir das bessere Team sind. Nach dem Kaltstart im Viertelfinale ist der BC Vienna so richtig in den Snickers-Playoffs angekommen. Am Anfang haben wir uns noch nicht so gut gefunden, haben wir nicht die richtigen Pässe zu den freien Leuten gefunden. Aber schlussendlich ist es Schritt für Schritt dann besser gegangen jetzt in den Playoffs. Das große Ziel ist natürlich die Titelverteidigung. Zweimal hintereinander zu gewinnen, das ist das Schönste, was es gibt, weil einmal kann man immer, und das kann jeder behaupten, auch ein Bildungshund findet mal im Korn. Wenn man zweimal hintereinander gewinnt, dann spricht der Verein schon für sich selbst. Egal ob Titel oder nicht, für Trimmerl spricht sicherlich sein unbändiger Wille, der in dieser Liga seinesgleichen sucht.